vorgehen, so ein Bild sich einnehmen, ich habe mich nicht gesehen und das, was draufgekommen ist, ist einfach in der Schwerpunktmaße, in der Bogenmechanik. Das heißt, es wird etwas vermittelt mit einem grundsätzlich neuen Ansatz, was auch viel stärker auf das Material selbst mit in den Blick nimmt. Eine Materialgerechtigkeit, ein Arbeiten mit Prozessen anstatt von fertigen Ideen, ein Stück weit Abgabe auch von künstlerischer Kontrolle, ein Dialog zwischen uns, ein Gewesung, der Person, die eigentlich einen Prozess letztendlich. Die Natur wird hier nicht abgebildet im Sinne einer Fotografie, sondern eigentlich erzeugt. Es ist ein, Sie sehen Spuren von etwas, was Sie schon auch kennen aus der Natur, aber nie in dieser Form auch sehen werden. Es sind emergent. Und das Interessante ist, dass was dabei entsteht, sich nicht total in die Abstraktion verabschiedet, sondern eigentlich immer noch genügend Hinweise gibt, dass Sie da einsteigen. Sie können da irgendwas erkennen, Sie erkennen Figuren, Sie erkennen Gesichter, Sie können aber auch zurücktreten und sehen es als eine abstrakte Textur, also als ein abstraktes, naturnahes Phänomen. Ich zolle meinen tiefsten Respekt durch einen solchen Baum hier so zu öffnen. Das ist absolut nicht selbstverständlich und das ist ein wirkliches Engagement für die Kultur. Und ich freue mich auch, dass Sie noch mal da sind und auch das als ein Wert erkennen und das erfahren. Und in diesem Sinne.
Jermaine weigert, Postweiler zu. Er stürmt auf den Saal und während Wegener der Klangkünstler, er ist ganz was Wunderbares von seiner Fantasie. Und ich brauche Menschen, die auch meine Fantasie erwähnen. Ja, das war's. Ich könnte sie auch nochmal fotografieren. Meine Rede ist zu Ende. Ich freue mich. Ja, das ist ja gleich.